So, meine Damen und Herren, da kommen wir heute am 5.4.22, seht ihr unten rechts 13.22, zu den monatlichen PlayStation-Spielen für den Monat April. Ja, ist heute ein bisschen später. Ich glaube, das waren jetzt, glaube ich, 5 Wochen. Unterschied. Und ja, wie gesagt, ihr könnt über jeden Browser etc. gehen. Ihr könnt, wie gesagt, über Chrome, über Firefox, Microsoft Edge gehen, über die PlayStation App oder halt über die Konsole. Geht natürlich über die Konsole, könnt ihr halt nur das nehmen, was ihr habt, außer ihr habt die PS5, dann könnt ihr natürlich sowohl PS5 auch PS4 haben. Habt ihr nur PS4, könnt ihr nur den Store die PS4-Sachen holen. Geht ihr aber die restlichen, so wie ich es mache, Internet oder die PlayStation App und oder anders formuliert. Habt ihr Internetzugang, wie ich jetzt hier, habt ihr die PlayStation App und eine PS5, bekommt ihr sowohl die PS5 als auch die PS4-Spiele, habt ihr nur die PS4 und sonst nichts, bekommt ihr nur Zugriff auf die PS Plus-Spiele für und um die PS4 und nicht mehr der PS5. Auf jeden Fall gibt es auf PlayStation.com. Muss ich mich erstmal mit anmelden. Sonst komme ich da nicht rein. Dann sehen wir hier unten schon eine PlayStation Plus. Oder wir gehen hier oben auf Abos, auf die Abos und dann sehen wir schon drei Spiele. So, da haben wir zum Beispiel das Spiel Hood. Outlaws und Legend kostet 19,99. Kriegen wir jetzt hier auf Frieden gibt es natürlich auch noch wieder eine dieses erstmal dieses Starterpaket. Das euch überlassen. Ich kenne dieses Spiel nicht. Aber was umsonst ist, ist halt umsonst. Und wie ihr wisst, ihr habt es zweimal gesehen. Dass man einmal gekauft hat und einmal so kaufen und einmal 1990, das ist der untere Preis, ist einfach, wenn ihr das Spiel kaufen wollt, außerhalb von PS Plus. Sieht man hier bei SpongeBob, da kommt zu sehen, das obere ist immer, natürlich kann man sehen, wenn das oben PS Plus oder unten PS Plus steht, müssen wir darauf achten, geht auch bis zum 3.5. Wenn ihr sagt, ey, ich will das Spiel haben, aber nicht im PS Plus kaufen, sagt, das ist nicht jetzt umsonst, sondern ihr klickt hier unten drauf und dann geht in den Einkauf und bezahlt halt die Regeln. 30 Euro und dann könnt ihr das Spiel auch außerhalb von PS spielen. Auf nebenbei haben wir den alten SpongeBob Schwammkopf. Kostet 29,99. Das Spiel zu. Add-ons gibt es nicht, wann kommt es denn raus? War nicht vor ganz vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Weil das eben gerade. Ernsthaft, das ist okay. Outlaws ist PS4 zu. Na, PS4 zu. Schon sagen. 3 PS4. Und das letzte Spiel ist Slay this. Bei ja, kostet 24,90. Toll ein bisschen aus, ne? Halt her. Das macht nämlich 74,97. Na klar, das ist hier die PS4, PS5 Version. Na klar, müsste man jetzt den Preis von 19,99 mal also nochmal dazu rechnen. Praktisch. Dann wäre man natürlich beim standardmäßigen Ding so um die 100 Euro, aber dafür das sieht ein bisschen mit 74,97. Also das Spiel, den habe ich jetzt wie gesagt 4 bis 5, den müssen wir jetzt noch einmal mit 20 Euro berechnen, ja, aber ansonsten stehen die meistens immer, oder waren die immer so, der letzte Mal standen die mal getrennt, hatten wir glaube ich 5. Da hatten wir 3 Spiele und zweimal eine Testversion von einem Spiel, PS4, PS5. Aber 74, 97, also 75 Euro diesen Monat ist ja relativ
relativ Na, wird er mich wahrscheinlich gleich fragen. Passwort. Anscheinend wohl nicht laden. Jetzt kann ich ihn laden. Und sagt wahrscheinlich gleich nicht zum Kopf zu verfügbar. Oder so nichts einfach jetzt gerade noch wieder down. Meine Fresse. Ich will immer auf das Zahlenfeld klicken, aber da drüber läuft Bandicam, meine Aufnahme Software. Deswegen mache ich das hier oben mal leise mit Zahlen und nicht über das Touchpad, also Numpad. Und rechts. Auf jeden Fall. Wann das, wie gesagt, ja, die PlayStation Plus Spiele für den Monat April. Und ich hab gedacht, schaut da bis 5.3. danach. Ich glaube aber, was stand 5.3. drinne? 5.3. 3.5. andersrum haben wir schon mal. Genau, dann wäre es in 1, 2, 3, genau in 4 Wochen. Das wäre dann der erste Dienstag direkt gleich im Mai. Der erste ist ein Sonntag. Wäre es nämlich gleich der erste Dienstag. Das wäre 3. Mai. Ja, 2 Tage später und ich hätte Geburtstag. Ja, das heißt, wir sehen uns aber dann in 2, 3, ja, in 4 Wochen am 3. Mai sehen wir uns dann wieder mit denn die PlayStation Plus Spiele für den Monat Mai. Und ja, an dieser Stelle, meine Damen und Herren, bedanke mich fürs Zugucken und bis in 4 Wochen.